Hallo, hey Freunde und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3 und ohne lange Reden machen wir direkt mal die nächste Mission bei Joey, Mike Lips letzte Lasagne. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Alles klar, immer mit der Ruhe, Joey. Das kriegen wir schon. Also im Prinzip nur Auto klauen, Bombe einbauen, Auto wieder parken und dann zuschauen, wie der versucht, die Lasagne rauszufurzen und dann macht's auf einmal Bumm. Hätte man ihm auch einfach ein Feuerzeug unter den Autositz halten können, aber nee, das muss ja schon so ein bisschen, muss ja eine Botschaft sein. Die Mafia arbeitet ja nur mit Botschaften. Na, endlich mal wieder ein Radio, ein Auto mit, Radio wollten. Och mein Gott, du scheiß Taxifahrer, du inkompetenter indischer Haufen. Geh wieder zu Microsoft an die Supportline und lass mich 3 Stunden in der Warteschleife bei Justin Bieber verrotten. Entschuldigung, das musste ich jetzt mal gesagt haben. Sollte ich Leute haben, die aus dem indischen Raum kommen, seid mir nicht böse, das war jetzt nichts gegen euch gemeint. Da hat mich nur dieser Taxifahrer hat mich jetzt gerade aufgeregt. Ja toll, da muss ich auch noch dafür blechen. Geil. Oh, lass die Karre ganz. Also ich muss sagen, die Musik ist doch ein bisschen zu leise. So, jetzt schon besser. Wow, da hat gerade irgend so ein Gangmitglied einen Obdachlosen verfolgt. Naja, willkommen in Liberty City. Petsovernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Drive carefully now. Alles klar, ich gebe mir Mühe. Park den Wagen wieder vor Markus Bistro. Warum pisst es eigentlich immer erst dann, wenn ich in dieser Mission aus dieser Bombenwerkstatt komme? Oh Gott, komm schon. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Nein! Geh mal weg. Geh doch mal weg. So. Die Karre hier nehmen wir. So. Das wird wahrscheinlich Sonnys Bruder sein. Aber Sonny ist ja in dem Spiel hier schon längst tot. Er ist ja damals in Y City von uns abgeknallt worden. Marcos Bistro, eat till you explode. Boom. Auch ein schönes Feature bei dem Spiel ist, sobald man eine Mission erfüllt hat, oder auch in diesem Fall irgendwie nicht. Also nochmal, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, sobald man eine Mission erfüllt hat, verschwindet der Fahndungslevel, aber irgendwie ist dem hier nicht der Fall. Links. So, und hier lang. Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway.
sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Das habe ich irgendwie so auch in Erinnerung gehabt, weil Chinatown, ja, da war was. Aber wir sind, denke ich mal, genug gewappnet dafür. So, kümmern wir uns mal um diese Ratte. Gehen wir aus dem Weg. Hey, komm mal her, Freundchen. Problem gelöst. So. Hallo. Und ihr habt nichts gesehen. Gut. Weiter geht's. Wieder zu Joey. Und so wird es eigentlich die ganze Zeit im Spiel gehen. Natürlich wird auch die Story ein bisschen vorangehen, aber das passiert nur an bestimmten Punkten. Momentan geht es ja wirklich für Claude Speed, so heißt der Charakter übrigens, unser Protagonist, wirklich nur ums reine Überleben. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Ja, immer mit der Ruhe, Joey. Das packen wir schon. Das kriegen wir schon. Wann ist er doch? Im Prinzip ist mir nur... Oh, fuck. Scheiße. Ich brauche irgendwas Schweres. Irgendwas Schweres. Ah, der Krankenwagen bietet sich eigentlich geradezu an. Fällt bestimmt nicht auf, wenn man einen Krankenwagen... wenn man mit einem Krankenwagen einen Geldtransporter rammen will. Zumal ist der auch noch relativ schnell. Oh, jo. Komm. Hallo, komm schon. Willst du mich verarschen? Fährst du jetzt hier im Kreis oder was? Komm schon. Und tschüss. Und tschüss. Ich muss zugeben, das macht mir doch jetzt ein bisschen Sorgen. Zum Thema, die Karre ist kugelsicher. Die qualmt ja doch schon ein bisschen. So ein bisschen sehr. Lasst mich doch einfach in Ruhe, Mensch. Ah, jetzt ist der Fahrzeug weg. Jetzt ist der Fahrzeug komischerweise weg. Na gut. Das ist so eine gute Idee. Ist scheiße. So, Cipriani's Chauffeur. Na, kennt ihr Tony Cipriani noch aus GTA Liberty City Stories? Hat ein bisschen zugenommen, ne? This guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right?
Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Das sollte machbar sein. Drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Okay. Just like... Hey, watch the car. I said no fancy crap. Ja, entspann dich doch. Ich habe nur mal ein bisschen das Gewicht erleichtert. Meine Güte, die Leute sind auch immer gleich so negativ angestellt. Guck mal, der Wagen lässt sich viel besser steuern. Dass das kein Social Call ist, das weiß ich auch. Ist aber ganz schön neblig hier. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Das wird nicht so gut laufen. Ja, lass doch schön 3 Sekunden noch die Katze laufen, wie sie mir schön den Motorblock zerschießen. Das ist macht sehr viel Sinn. Ah. Ganz schön neblig. Dafür, dass es 7 Uhr morgens ist. Alles klar, Tony. Machen wir. Aber erstmal will ich da die Sache da erledigen für Joey. Das müssen wir erstmal beenden. Oh, die Uzi ist verfügbar. Das ist gut. Die müssen wir jetzt auch... Meine Güte. Das war's mit dem Power Slide. Nee, die Uzi ist verfügbar. Das ist gut. Die will ich auf jeden Fall haben. Uzis sind immer gut. I got all your own defense, mate. Und das ist so einer der Nachteile an diesem Scheiß. Dem alten Prinzip. Ich will... Das ist doch ätzend. So, das reicht erstmal. Wir haben hier fast 500 Schuss Uzi-Munition. Das musste reichen. So, Thema 1 Physik. Die Motorhaube fliegt nicht ab. Und nein, sie fliegt wirklich nicht ab durch den reinen Wind, was eigentlich physikalisch, wenn der ganze Wind dagegen strömt, durch die physikalischen Gesetze, müsste die Motorhaube eigentlich wegfliegen. Nein, tut sie hier nicht. Nein, da haben die von Rockstar Games, glaube ich, geschlafen. Das haben sie, glaube ich, nicht so ganz beachtet. Der tote Passagier. Ach stimmt, die Mission gibt's ja auch noch. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Ey, machen wir. Leiche entsorgen. Klingt leicht, ne? Ey, wo ist meine Karre? Ey Mann, wo ist mein Auto? Badum-tsch. Da. Ja, ist ja gut. Das hat doch keiner gesehen. Kommt ein Krankenwagen und wir wissen, wie der fit gemacht. So. Hallöchen. So, das war der erste. So, bleibt da bloß hängen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. So, dann ab zur Schrottpresse mit der Karre. Oh, ey. Ich weiß noch genau am Anfang. Als ich das allererste Mal dieses Spiel gespielt habe, diese Mission gespielt habe, ich habe mir gedacht, klingt nicht wirklich schwer. Aber irgendwo war ein Haken. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich damals vom Rotlichtbezirk her da lang gefahren bin.
Und dann sah ich da so eine Karre stehen mit einem Typen drin. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe gedacht, es wäre nur ein Auto gewesen. Pustekuchen, es waren zwei. Dann hat mich der zweite überfahren und ich musste geben, das war damals. Was war ich damals? Da muss es mal 12 sein. Ja, so 11, 12 sein. Das war damals eine echt böse, schwierige Mission. Erschweren kommt noch hinzu, ich musste das Ganze ohne Sound spielen, weil meine Eltern natürlich nicht erfahren durften, dass ich hier ein gewaltverherrlichendes Spiel spiele. Gut, aus heutiger Perspektive, wenn ich mal sehe, wie die Kiddies heutzutage drauf sind, kann ich meine Eltern schon verstehen, warum sie damals so gehandelt haben. So, viel Spaß. Komm, wir schauen dann auf uns zu. Und tschüss. Ja, wollen wir nicht zuschauen. Wir fahren einfach weiter. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ihr schaut zu, aber nee, Leute, ich habe da keine Zeit für. Wir fahren einfach direkt weiter. Jetzt müsst ihr es gleich machen. Mission erfüllt. Ungefähr jetzt gleich. Ja. Was habe ich gesagt? Ja, steig mal aus, Kollege. Oh, ich glaube, das war keine so gute Idee. Das war, glaube ich, keine so schlaue Idee von mir. Entschuldigung. Ja, Motorhaube fliegt nicht weg. Ist in Ordnung. Entschuldigung. So, es müsste aber eigentlich die Banküberfallsmission kommen bei Joey, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das mit dem Telefon machen wir auch noch. Aber wie die verläuft, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, macht's gut.